Und ihr habt natürlich fleißig in die Kommentare geschrieben und habt gesagt, Yunus, es ist der Zündanlassschalter. Airbag-Leuchte brennt. Gibst du dich hier? Adolf, wie geht's dir? Danke, gut. Ich habe Wochenende. Ich habe heute schön ausgeschlafen. Ah, schön. Das hat so gut getan. Hm. Deswegen fühle ich mich heute gut. Und du? Auch gut. War es in der Massage los? Nein, aber wann darf ich denn eigentlich wieder? Soll ich mir einen Termin machen? Ist ein Monat vorbei schon, oder? Ist es schon? Nee, ist es nicht. Das ist das Problem. Doch, bestimmt, oder? Nein, ist nicht. Bestimmt. Horschgeldin ist bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder um den 45. Siehst du ja? Guck mal. Weil hier brennt die Airbag-Leuchte. Man sieht es ja genau, ne? Dann haben wir natürlich die Fehlerspeicher ausgelesen und haben gesehen, Airbag 7 Fehler gehabt. Von Steuergerät bis Widerstand zu hoch und. Das müssen wir uns noch genauer anschauen. Aber mir ist nochmal was aufgefallen. Sobald ich fahre, die DTC-Leuchte, Kofferraum, ja, ist offen, sagt der. Da müssen wir auch noch anschauen. Da haben wir auch gemerkt, da stimmt was nicht. Ich fahre jetzt, mal gucken, ob das schon klappt hier. So. Was war das jetzt? Eine Beschleunigung, ganz kurz. DTC-Leuchte brennt. Die funktioniert jetzt gerade gar nicht. Die können die jetzt nicht ausschalten. Auch noch ein Fehler im DTC-System. Aber da war ja Bremsschalter. Und da wollen wir mal schauen, ob es auch Bremsschalter ist oder ob wir auch noch mal da Probleme haben. Es ist unglaublich. Wir haben eigentlich so viele Sachen zu tun. Mit dem Motor müssen wir noch machen. Der Fahrrad wartet noch auf uns. Dann kriegt er noch ein paar andere Sachen. Dazu kommen wir gar nicht, weil wir erst mit der Elektro beschäftigt sind. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt keine Videos gemacht habe. Natürlich habe ich Videos gemacht, aber die seht ihr später. Ich habe auf die Teile gewartet. Zündanlassschalter für den E39 zu bekommen, für den Automatik, ist ja sehr schwer. Wusste ich gar nicht. Und dann habe ich nochmal einen Bremsschalter bestellt, aber den gab es ja sofort. Wir können hier kein Licht anmachen. Und wir haben ja Probleme mit dem Tacho. Schlüssel ist abgezogen. Achtet mal. Jetzt macht er das natürlich nicht. Nur wenn ich Licht anhabe, ne? So. Wir haben Probleme. Und ihr habt natürlich fleißig in die Kommentare geschrieben und habt gesagt, Yunus, es ist der Zündanlassschalter. So sieht das Ganze aus. Ist auch ganz simpel einzubauen. Zeige ich euch natürlich. Bremst die Schalter. So sieht das bei BMW aus. Das werden wir auch einbauen. Die beiden Sachen. Ja. Und dann schauen wir mal, ob dieser Fehler weg ist. Werden wir hier gleich hier aufmachen und werden... Seit ich diesen Tacho da gesehen habe, ist mir so ein bisschen übel geworden, ne? Sowas ist... Egal. Letztes Mal der Erklärfuzzi, der kam gut an, ne? Hannover? Dann muss ich ja direkt weitermachen. Ja, würde ich auch sagen, dann. Ja, dann müssen wir hier heute mal eine Schuppe drauflegen hier. Also soll ich das auch jetzt erklären, ja, bitte, wie wir das machen? Ja, bitte. Wir wollen es sehen. Willkommen bei den Erklärfuzzis. Heute erkläre ich euch, wie man einen Zündanlassschalter wechselt bei einem BMW E39. Was wir dazu brauchen, ist ein Kreuzschraubenzieher. Unten verlinkt. Und dann schrauben wir hier eine Schraube aus. Vorsicht, es ist eine Plastikschraube, das heißt keinen Druck verwenden. Ganz wichtig. Ihr müsst fühlen. Dann müsst ihr nur noch dieses Plastik runterziehen. Dieses hier. Seht ihr das? Also ihr könnt euch auch mehr Arbeit machen und diese zwei Schrauben rausholen, aber ihr könnt es auch hängen lassen. Seht ihr? Hier nochmal eine Schraube für dieses Plastik. Warte, ich zeige euch das. Nicht, dass ihr das Lenkrad ausbaut. Hier. Ah.
dir das hier abziehen. So. So. Dann müsst ihr einmal vom Zündanlassschalter diesen Stecker abziehen. Ganz einfach. Ihr macht einmal nach hinten. So. Das kann man schon selber raus. Okay. Oh. Ist der korrigiert oder kommt mir das so vor? So, und dann die beiden Schrauben nicht komplett rausholen. Oh. Ob da jetzt irgendwas ist, kann ich nicht sagen. So sieht der neue aus. Guck mal, der neue sieht ganz anders aus, ne? Guck mal die Anschlüsse hier an. Siehst du die Anschlüsse? Ja, bauen wir jetzt wieder zusammen. Und das gleiche macht ihr einfach rückwärts. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn es weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich einen Daumen freuen und ein Abo. Und teilt das Video. Danke. Das erste, was ich testen werde, ist Licht, werde ich jetzt machen. Gucken, ob Tacho angeht. Okay, ready? Ready. Geht immer noch nicht. Okay, Zündung an. Zündung aus. Ne. Daran liegt's nicht. Daran liegt's nicht. Der Zündanlassschalter war in Ordnung. Mensch. So, machen wir mal jetzt. Schade. War das ein teures Teil? 60 Euro oder so bezahlt. Unnötig. Der war unnötig in dem Fall. Pack den ein, dann hast du wenigstens einen Ersatz. Jetzt bauen wir ganz schnell das hier ein. Weißt du, was das heißt? Mhm. Sehr viel Elektrikarbeit heißt das. Ne? Warte mal, weißt du, was ich gucken wollte? Ja. Ne, das ist so eine Linse. Und weißt du, was das eigentlich ist? Das ist der Regensensor und das ist hier für das Licht. Guck mal, hier haben wir das ja. Ne? Mhm. Und der hat das ja auch. Der hat ja mein Kompakt. Ja, auch die und ein Regensensor. Das ist zwar ein bisschen gerade spiegelt, aber... Aber schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn einer ein E39 hat und Lichtautomatik hat, soll er mal gucken, ob er das im Innenspiegel hat. Und ein anderer, der kein Lichtautomatik hat, ob er das nicht hat. Gib mir bitte eine Info, weil nicht, dass wir uns hier echt verrückt suchen und die Leute haben nur von vornherein den falschen Stecker reingemacht. Ehrlich, auch Dankeschön für die ganzen netten Kommentare, die ihr geschrieben habt. Das könnt ihr immer beibehalten. Ja, komm, ich baue das jetzt wieder zusammen. Was kann das denn sein, dass das vielleicht so ist? Also die haben mir gesagt, Zündanlassschalter. Ich habe noch nicht gegoogelt. Brauchst nicht googeln, meine Community macht das. Ich werde das googeln. Ich denke, das hier ist falsch. Fertig. Das war's. Das ist ganz easy. Jetzt mal nur schauen, ob er funktioniert. Adosh, kannst du einmal drücken? Bremse drücken oder sehe ich das? Ja, ich sehe, funktioniert. Super. Wenn wir echt hier Lichtautomatik haben, dieser Fehler daran liegt. Also das wäre Hammer. S. Ich habe noch nie S hier gefahren, Alter. S? Ach so, S. Verbrennt. Das schon sofort. Ja, ja, das kann aber auch Lenkwinkel sein, aber kann auch. Das haben wir, seit wir das neue Tacho eingebaut haben. Es kann aber auch sein... Ach, seit dem neuen Tacho? Kodierung. Echt? Ja. Kann sein. Das kann sein. Oh Gott, was ist... Hui. Was ist alles?
alles gibt, ja? Wenn sie Reifen kaputt machen. Kriegst du so neue. Ich weiß. Wir haben das Tacho eingebaut und Lichtschalter war nicht dran. Und der war auch die ganze Zeit auf Zündung. Kannst du dich erinnern? Den Lichtschalter haben wir nicht gewechselt. Nein. Der ist ja in diesem Rahmen mit integriert, oder? Mhm. Da hätten wir gucken müssen. Also ich wäre dafür, baue diesen Rahmen nochmal aus und lass doch am Lichtschalter auch mal gucken. Sieht man da nicht irgendwas? Weil der Hauptfehler, was ja eigentlich weg sein sollte, ist ja, dass man Schlüssel abzieht und dass der nicht mehr läuft. Ne? Das müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Ja. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft-Test-Prinzip. Bis dann. Kommt rein. Ciao. Adosch, Dankeschön. Bitte, ey, wann kriege ich mein Käppi? Hast du auch andere Farben? Ja.